Sich einen Moment hinsetzen. Yes. Yes. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du hier bist, auch unsere Gäste von weit her. Schön, dass ihr da seid. Hallo Bernd. Und an alle anderen herzlich willkommen heute im Jesushaus. Und yes, ihr seht schon meine Präsentation. Mein Thema heute: Gemeinde ist powerful, Church is powerful. Wenn du es glaubst, sag Amen. Amen. Gemeinde ist powerful. So, und wir haben letzte Woche unser Fire Morning gehabt und unser Holy Boom, nicht Holy Boom, unser Heiliger Geist Boom Night. Und es ging um Pfingsten. Es ging um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir haben von Benjamin Frank aus dem Fels gelernt über die Verbindung zum jüdischen Shavuot-Fest. Shavuot, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und genau, eine richtig coole Predigt. Genau. Und auch über Zungensprache haben wir was gehört. So. Und heute, wenn wir in der Geschichte weitergehen und uns die Apostelgeschichte nach Apostelgeschichte 2, 1, 2, 3, 4 weiter anschauen, dann sehen wir dort, dass gewisse Ereignisse geschehen. Und darüber möchte ich heute mit uns ein bisschen durchgehen durch den Text und schauen, warum, was macht Gemeinde so powerful, warum ist Gemeinde so stark. Und ich habe uns so einen ersten Vers mitgebracht, was Jesus selber über die Gemeinde sagt in Matthäus 18. Deshalb sage ich dir, Jesus spricht zu Petrus, mit seinen Jüngern versammelt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich, was steht da? Das Totenreich mit seiner ganzen Macht, ich liebe die Übersetzung, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wenn du es glaubst, sag Amen. Amen. So, das haben wir auch heute Morgen von Pierre schon gehört. Die Bibel sagt uns, dass Jesus den Schuldschein, der auf unserem Leben ausgestellt war, zerrissen hat, ans Kreuz genagelt hat und damit einen Triumphzug gemacht hat und alle gottfeindlichen Mächte öffentlich zur Schau gestellt hat, heißt es, glaube ich, im Galaterbrief ist es, öffentlich zur Schau gestellt hat. Und genau das, was Pierre dort erklärt hat, ist das, was auf das, was Jesus sich dort bezieht oder Paulus sich dort bezieht, dass Jesus die feindlichen Mächte, wie man das damals so gemacht hat, durch die Stadt geschleift hat und alle durften sehen, er ist der Sieger und er ist auch heute noch siegreich. Amen. Gemeinde ist powerful. So, und ich habe so ein paar Sachen mir überlegt, boah, über Gemeinde, wenn man das Thema angeht, es gibt so viel zu sagen. So viel zu sagen. Mein Bruder ist gerade auf Berühr, hat gerade Ekklesiologie und das ist der Unterricht über Gemeinde und über das Reich Gottes, über das Verständnis und es gibt so, so, so viel zu sagen und ich dachte mir, wow, wo fängt man an, wo hört man auf, wenn man über Gemeinde lehrt und ich dachte mir, hey, fangen wir doch bei der Schöpfung an, oder? Bei Adam und Eva und du fragst dich vielleicht, was hat das mit Gemeinde zu tun, aber Gott ist ein Gott, der sich nicht ändert und seine Ideen, den Ratschluss nennt man das, den Ratschluss Gottes bestand, hat sich nicht entwickelt oder verändert, sondern sein Ratschluss ist perfekt von jeher, von Anfang an. Amen. Gott reagiert nicht auf die Ereignisse von Menschen und muss seinen Ratschluss, seinen ewigen Plan irgendwie anpassen, weil Menschen ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Der Ratschluss Gottes ist von Anfang an beständig und ewig und immer gleich. Amen. Das ist das Schöne, unser Gott ist beständig. Und Jesus sagt, beziehungsweise wir schauen mal in Genesis 2, Vers 8, dort sagt Gott der Herr, habe ich die Folie? Genesis 2, Vers 8, Gott der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen. Die Radicals, die wissen, hä, das haben wir doch letztens erst bei Single Ready to Mingle gehabt, wo es um Beziehung und Partnerschaft und Ehe ging. Was hat das jetzt mit Gemeinde zu tun? Ich will es dir sagen, weil der Gedanke Gottes kam, dass Gemeinde ist niemals eine Person alleine. Das Gemeinde kann niemals eine Person einfach sein, einfach eine Person. Das sehen wir schon in der Schöpfung, dass Gottes Gedanken da waren, dass er gesagt hat, es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine ist. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, hey Adam, eigentlich, er war doch gar nicht alleine. Adam hatte die Natur, für alle, die gerne spazieren gehen, Naturmenschen, die ein Blatt ansehen. Kennt ihr diese Menschen, die immer so in ihrem Status so Blumen drin haben? Die so irgendwo im Garten so eine schöne Blume im Spazieren sehen und dann fotografieren sie die und tun sie so den Status? Und du denkst dir so, hä? Warum? Ich habe gar keinen Bezug dazu. Gott hat mich geschaffen, ich versuche seine Schöpfung zu ehren und sie ist wunderschön, aber
Das ist nicht so mein Ding so. Aber er war nicht allein, er hatte die Natur. Er hatte Tiere. Alle Tierliebhaber, wer hat Tiere zu Hause? Gibt es Leute, die Katzen, Meerschweinchen, Fische? Wir haben eine bei uns in der Jugend, die Mercedes, die ist so viel bei ihrem Pferd. Am liebsten würde ich es freilassen. Und sie liebt ihr Pferd. Und also Adam war auch tatsächlich nicht alleine, er war mit Tieren dort. Er hatte Tiere. Vielleicht hatte er schon einen Hund, der erste Hundebesitzer, wer weiß. Und vielleicht einen Löwen, auch cool. Oder einen Bär. Und er war mit Gott. Er war absolut nicht allein. Die Bibel sagt, er wandelte mit Gott. Er war überhaupt nicht allein. Aber Gott sagt zu ihm, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Die Natur war da, Tiere waren da, Gott selbst war da. Und wisst ihr, was mir das sagt? Dass die Einstellung, ich und Gott, das reicht völlig aus. Gott sagt, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Ich und Jesus, ich und der Herr, das reicht. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Gott sagt uns das immer wieder. Es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Jesus hat seine Gemeinde nicht. Du bist Petrus und wir beide, wir gehen jetzt und dann fahre ich in den Himmel auf und du machst das alles alleine. Wir sehen das später dann in Exodus Kapitel 19, wo Gott sein Volk aus Israel, aus Ägypten befreit. Und in Exodus 19, Vers 5 bis 6 steht es dann, wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du, Mose, den Israeliten sagen. Also Mose war ja schon ein krasser Typ so. Mose war ja schon absolut abgefahren, so was er für Erlebnisse mit Gott hat. Er war schon besonders auch in den Augen Gottes, wird Freund Gottes genannt. Und eigentlich hätte Gott doch sich Mose nehmen können, sagen müssen, hey du, mit dir ist easy, lass uns beide das Ding machen. So. Du und ich baue eine Hütte, ich gebe dir alles und so. Du und ich, diesen ganzen Stress mit den Israeliten brauchen wir nicht. You and me, Mose, let's go. Wäre doch viel einfacher gewesen. Aber es ist nicht Gottes Ratschluss. Gottes Ratschluss ist nicht ich und du und der Herr und du und das war's. Das ist nicht Gottes Ratschluss, okay? Es ist das ganze Volk. Der Auftrag ist nämlich viel zu groß für einen. Amen. Der Auftrag ist viel zu groß. Es geht von Generation zu Generation zu weiter. Und Gott ist, ich liebe das Bild so, deswegen heißt es auch bei uns, wir sind eine Radical Crew. Ich liebe das Bild, ich gehöre zu Gottes Team. Ich gehöre zu Gottes Mannschaft. Er ist der Coach, er ist der Trainer, er ist der Eigentümer der Mannschaft. Ich bin in seinem Team, ich bin in seiner Crew drin. Und er hat Menschen, er bringt Menschen zusammen. 1. Korinther 12, 14 heißt, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und weißt du, dass gerade, wenn wir nochmal zurückgehen in die Schöpfung, dass Gemeinde, die kleinste und stärkste Zelle von Gemeinde, ist gesunde Familie. Amen. Wenn Gemeinde zusammenkommt aus gesunden Familien, dann ist Gemeinde powerful. Amen. So, Gott hat Menschen, Mann und Frau, nicht alleine, sondern zusammengestellt, schon von Anfang der Schöpfung an. Und das hat sich auch mit der Ausgießung des Heiligen Geistes nicht geändert. Der Heilige Geist kam nicht auf Petrus im Obergemach. Jesus sagt dann, als Jesus, also nicht nur auf Petrus, nicht, dass jemand gleich denkt, hey, was hat er da gesagt? Als Jesus auf der Erde war, Jesus selbst dann tatsächlich auf die Erde kam, nicht mehr nur in dieser Gestalt, ich glaube ja persönlich tatsächlich, dass wenn es im Garten heißt, dass der Herr mit Adam durch den Garten wandelte, dass es Jesus war, der mit Adam da dort schon Gemeinschaft hatte, weil Gott ist Geist, aber wann immer Gott eine Menschenform annimmt, es ist der Menschensohn, der so oft gezeigt wird, der Engel des Herrn, es ist Jesus selbst. So, er hatte dort schon die Gemeinschaft und mit Adam und dann war Jesus mit seinen Jüngern auf der Erde und Jesus hat natürlich schon angefangen, seine Gemeinde vorzubereiten und er hat zwei verschiedene Arten von Gemeinde gezeigt, okay? Seid ihr mit mir? Jesus auf der Erde, zwei verschiedene Arten von Gemeinde. Matthäus, globale und lokale Gemeinde. Jesus mit den Jüngern. Matthäus 18, was wir eben gelesen haben. Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und da ist die Rede von einer scheinbar universalen, weltweiten, himmlischen Volk, Gemeinde, die sich über die ganze Erde erstreckt.
Deswegen ist das so schön, wenn wir Geschwister aus Portugal, Kenia oder was. Es ist eine himmlische Familie. Amen. So, wir werden immer hinzugetan, wenn wir christlich, wenn wir Christen werden, zu einer himmlischen großen Familie. Die Bibel nennt es auch die, die schon verstorben sind, die Wolke von Zeugen, die schon vorangegangen sind. Wir werden eingefropft hinein in diesen Leib, in den himmlischen globalen Leib, die universale Gemeinde. Dort gehörst du dazu. Sag mal Amen. Ich gehöre zum globalen Leib. Ich habe viele Tausende, Hunderttausende und Millionen Geschwister auf dieser Erde und noch viel, viel mehr, die schon vor mir gelebt haben und noch nach mir leben werden. Hoffentlich nicht allzu lang. Maranatha, Jesus, komm bald. Und vielleicht kurz die Frage, wenn du nochmal zum Bibeltext gehst, Matthäus 18. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und da stellt sich ja schon die Frage, hey, kann man das jetzt so, wie die römisch-katholische Kirche das versteht, verstehen, dass es tatsächlich an Petrus und der apostolischen Sukzession liegt? Das bedeutet immer die Nachfolgeschaft ab von Petrus zurück. Ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit einem katholischen Priester und er sagte, als zu seiner Weihung, Priester werden geweiht, nicht ordiniert wie bei uns, zu seiner Weihung kann man von ihm, er wurde von einem anderen Priester geweiht, der wieder von einem Priester geweiht wurde, und man kann zurückgehen, die Linie bis zu Petrus. Und das ist ihr Verständnis von diesem Bibeltext. Ich habe ein bisschen anderen, auch die Pfingstkirche hat ein bisschen anderes Verständnis von diesem Bibeltext. Ich persönlich glaube, dass wenn du jetzt sagst, du bist Petrus und auf diesen Felsen, meint er mit Felsen nicht wiederum Petrus, sondern auf diesen Felsen ist nämlich der Text, der kurz vorher kommt, in Matthäus 16, zwei Verse vorher, fragt Jesus ihn nämlich, hey, was glaubst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagte Jesus, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und du bist Petrus und auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Amen. Es ist das Bekenntnis, worauf diese Gemeinde gebaut ist. Nicht auf einen Menschen, sondern auf ein Bekenntnis. Er ist der Sohn, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese globale Gemeinde kannte auch Paulus in Epheser 2,19. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, nicht nur Jan Nickel, sondern alle anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Amen. Du bist Bürger des Himmels. Ist cool, oder? Jason, du bist Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Darüber könnt ihr immer noch eine eigene Predigt machen. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Damit meint er den globalen, universalen Leib. Und dann, zwei Kapitel später, lehrt Jesus dieselben Jünger, wahrscheinlich am selben Ort, glaube ich, sogar. Und Matthäus 18 müsste der nächste Vers sein. Und dann sagt er, fragen die Jünger ihn so, ja, wie machen wir das, wenn einer gegen mich sündigt und so, wie oft muss ich vergeben? Und dann sagt Jesus auf einmal, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, geh zu ihm, stell ihn unter vier Augen, Und dann will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Und damit meint Jesus jetzt nicht mehr die universale Gemeinde, das wäre irgendwie verrückt. Wie soll ich, wenn ich Stress mit Rasmik habe, wie soll ich dich vor den ganzen Leib stellen? Wie soll das funktionieren? Dich vor den universalen Leib, so alle Christen, alle Millionen, kommt mal zusammen, ich habe ein Problem mit Rasmik, das konnten wir nicht klären. So, da ist anscheinend, weiß Jesus auch da schon, dass es eine lokale Gruppe gibt, eine separierte Gruppe, vielleicht an verschiedenen Orten, und diese Gruppe soll diese Angelegenheit dann klären. Nicht die ganze globale Gemeinde, das wäre Quatsch. Und auch Paulus und der Autor des Hebräerbriefs kennt das, Hebräer 10, 23, 26. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander zu lieben, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun, gegenseitig einander anspornen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben. Sag mal deinem Nachbar,
Geh in die Church. Sag mal der Rebecca, geh in die Church, Schatz. Geh in die Church. Sondern, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt und wie weit ist er jetzt schon wieder nahe gerückt, der Tag, an dem der Herr wiederkommt. Also umso mehr Ermutigung, umso mehr näher der Tag näher kommt. Und ich denke mal so von vor 2000 Jahren, wann das geschrieben wurde ungefähr, das ist schon ein bisschen näher gekommen jetzt, der Tag, oder? Also umso mehr sollen wir uns jetzt einander ermutigen, umso mehr sollen wir diese Versammlungen nicht versäumen. Wenn wir nämlich nach dem, jetzt warum sollen wir das, wenn wir nämlich nach dem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer. Und es heißt, hey, keiner von uns ist perfekt und wir brauchen einander, um uns zu ermutigen, den richtigen Weg zu gehen. Und diese lokale Ortsgemeinde, später Paulus in seinen Grüßen, manchmal überfliegt man das am Ende so, wenn man am Ende eines Briefes angekommen ist von Paulus, okay, da kommen jetzt nur noch die Grüße. Aber gerade für so eine Predigt ist es ein wichtiger Hinweis darauf, dass er zum Beispiel in Rom viele verschiedene Gemeinden grüßt. Die Gemeinde in dem Haus und die Gemeinde in dem Haus, die Gemeinde, die sich dort versammelt und die Gemeinde, die alle Geschwister, die zu deiner Familie gehören. Ich spare das jetzt gerade vorzulesen. Einfach Römer 16, 3 bis 16 mal lesen. Und dann das letzte Vers, grüßt einander alle mit dem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Also er weiß ganz genau, hey, das sind verschiedene Gruppen. Vielleicht treffen die sich irgendwo mal in so einem Jahrescelebration oder so, keine Ahnung. Aber die haben nicht so viel miteinander zu tun vielleicht. Und dann sagt er, hey, aber grüßt euch alle zusammen mit dem heiligen Kuss, wenn ihr euch seht, um zu bestätigen, hey, ich bin zwar nicht jede Woche mit dir zusammen in der Versammlung, aber wir gehören trotzdem zusammen zu Gottes heiligem Volk. Amen. Also die Gemeinde ist der Ort, wo man nach der Taufe in eine enge Gemeinschaft hineinkommt. Der Ort, wo man regelmäßig durch das Abendmahl mit den Geschwistern seine Zugehörigkeit zu Jesus bestätigt. Der Ort, wo man im Glauben unterrichtet und gelehrt wird. Der Ort, wo man sich gegenseitig ermutigt, Verantwortung füreinander übernimmt. Wo man aus Lügen und Bindungen der Vergangenheit durch die Wahrheit frei wird. Wo man seine Berufung entdeckt, Treue beweisen kann. Wo von dem man ausgesendet wird in die Welt, für die Weltmission, wohin du auch immer hin willst. Und Gemeinde ist absolut überlebensnotwendig für Christen. Amen. Und der Teufel wird immer versuchen, dich zu isolieren. Er wird immer versuchen, dich, laut wie der Petrusbrief das zeigt, dich an einen Ort zu bekommen, wo der Teufel dich um, wie sagt man, wenn ein Löwe so sich anpirscht, dass der Teufel dich so um dich pirschen kann und brüllen kann, um dich zu isolieren. Und dann hat er dich dort, wo er dich haben will, um dich zu Fall zu bringen. Und die Gemeinde steht zusammen. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gemeinde ist die, wie gesagt, es ist das Bollwerk der Wahrheit. Also selbst Jesus kannte das, dass die universale Gemeinde, das kommt gleich, Parker, dass die universale Gemeinde von der lokalen Gemeinde vertreten wird. Und Christ sein, Christ zu werden, bedeutet Mitglied der weltweiten Kirche zu werden, in der wir von Gott mit Christus auferweckt in den Himmel aufgenommen werden. Und diese Mitgliedschaft zu dieser himmlischen Versammlung muss sich jedoch auf der Erde zeigen, was Christen durch die Versammlung im Namen Jesu tun, um das Evangelium zu predigen und sich gegenseitig die Zugehörigkeit durch die Taufe und das Abendmahl bestätigen. Amen. So, mit anderen Worten, die himmlische universale Gemeinde bringt irdische Ortsgemeinden hervor, die wiederum die universale Gemeinde repräsentieren. Sehen wir in Apostelgeschichte 14, sie setzen in jeder Gemeinde Älteste ein. Paulus ist von Lystra auf dem Weg auf die Rückreise nach Antiochia und er setzt dort in jedem Dorf, in manchen Dörfern, in mehreren Gemeinden Älteste ein. Beten und fasten befehlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden sind. Deswegen ist Gemeinde so powerful, weil es von Anfang an Jesus' Idee war. Es war Jesus' Idee, es war von Anfang an Gottes Plan. Es sind Menschen, die zusammen den Auftrag erfüllen, als Team, als Crew. Und es ist Gottes persönliche Mannschaft. Wir sind immer noch Gottes heiliges Volk, Königsvolk, Priestervolk, eine heilige Nation, die Gott direkt gehört. Und ich liebe das, dass dieser Gedanke von dieser Gemeinde Gottes, ist egal, ob es jetzt hier in so einem Gebäude ist oder wo auch immer sich die Geschwister treffen, dass Gott in ihrer Mitte ist. Amen.
es ist sein Volk. Zephania 3,17 sagt, ich bin in ihrer Mitte, ich bin in deiner Mitte ein starker Gott, um dir zu helfen, um dich zu retten. Jesus ist hier in unserer Mitte, weil wir seine Gemeinde sind. Und das drückt sich immer aus durch mehrere Menschen, die zusammenkommen. Und Punkt Nummer 2, warum Gemeinde so powerful ist, da jetzt kommen wir zu Pfingsten, weil sie, jetzt darfst du das anwerfen, weil sie erfüllt ist mit der ewigen Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes. Amen. Und wir haben gestern Alpha-Kurs hier gehabt und es ging um den Heiligen Geist. Auch dort, wer ist der Heilige Geist, was tut der Heilige Geist und wie wird der Heilige Geist, wie wird man erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Nicky Grumble, der da dort auch in den Videos immer viel erzählt, der Leiter von Alpha weltweit, der hatte so einen Vergleich gesagt, dass den Heiligen Geist bekommen alle Christen. Ein für alle Mal. Amen. Wenn du Christ wirst, du bekommst den Heiligen Geist. Du wirst zum Leben gemacht durch den Heiligen Geist. Aber dass die Erfüllung des Heiligen Geistes immer wieder fortwährend, auch in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen gezeigt wird, dass es etwas ist, wonach es zu streben gibt, heißt, und das hat Nicky Grumble so gesagt, dass es anscheinend Christen sind, die den Heiligen Geist wie auf einer Sparflamme leben. So, das, der Ofen ist an, aber es ist so auf Sparflamme. Und dann die Erfüllung ist, wenn du den Ofen voll aufdrehst. Und wir lieben es, Gemeinde zu sein, die den Ofen voll aufdreht. Amen. Wir wollen keine Sparflamme-Gemeinde sein, sondern wir wollen voll brennen. Und die Bibel sagt in Epheser 2,21, er, Christus, hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und Gottes Plan war schon immer, vom Garten an, über das Volk Israel, über seine Gemeinde, die zu Pfingsten dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Gott gibt seinem Volk das Gesetz am Schavot, am Berg Sinai. Und zu Pfingsten gibt Gott seinem Volk, das haben wir letzte Woche von Benjamin gehört, das Verlangen und die Sehnsucht ins Herz hinein, das Gesetz halten zu wollen. Das Gesetz kommt nicht mehr nach außen auf die Erde, sondern in unser Herz hinein, in die Gemeinde hinein. Und lässt ihn mit der Kraft erfüllt werden, sein Leib, seinen Namen zu bezeugen und die Vollmacht in seinem Namen Zeichen und Wunder zu tun. Amen. Dann ist durch diese Ausgießung dieser ewigen Kraft des Heiligen Geistes auf seine Gemeinde, ist die Liebe und die Einheit und die Herrlichkeit in einem ganz anderen, auf einem ganz neuen, übernatürlichen Level. Und das macht Gemeinde so powerful. Apostelgeschichte 2, jedermann in Jerusalem war von tiefer Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und wenn wir zu irgendeinem Zustand der Gemeinde, der Urgemeinde zurück wollen, dann zu dem. Amen. Wo wieder viele außergewöhnliche Zeichen und Wunder geschahen, damit der Name Jesus verherrlicht wird. Amen. Wir werden das hier erleben. Amen. Wollt ihr das? Weil manchmal wird es dann crazy. Manchmal wird es dann komisch. So, ich erinnere mich vor ein paar Wochen, als die Rebecca im Frühgebet, also im Gebet vor dem Gottesdienst, anfing zu lachen und nicht mehr aufhören konnte. Das war dann irgendwie komisch im Moment. So. Aber es ist schön. Und das wirkt uns immer wieder vor Situationen, wo wir denken, wow, okay, Heiliger Geist, jetzt nicht mehr meine Boxen, die ich dich reinpacken will, sondern Heiliger Geist, du darfst einfach tun. Amen. So, der Heilige Geist muss nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Amen. Wir entsprechen seinen. Auch in Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass es geschahen durch die Apostel zahlreiche Wunder unter dem Volk, viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig, da gehen wir jetzt gleich rein, alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Krass. Die hatten wahrscheinlich Angst, dass wenn sie zu nahe kommen, dass der Heilige Geist sie erfasst oder dass es wie bei Hananias und Sapphira Sünde irgendwie aufgedeckt wird. Also es war verrückt. So, da gehen wir jetzt rein, das wird richtig spannend jetzt. Und aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Sagt mal ständig, ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten, unglaublich, oder? Wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle.
Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Das ist der Zustand, wo wir hin zurück wollen. Und das werden wir hier in Andernach erleben. Amen. Es wird sehr, sehr, sehr interessant und stark werden. Und dann, lass uns mal dann jetzt so zum letzten Punkt kommen. Okay, also das erste war so, warum ist die Gemeinde powerful? Weil Jesus sie von Anfang an in seinem ewigen Ratschluss erdacht hat. Gemeinde ist niemals einer alleine, Gemeinde ist sein Volk. Und das zweite ist, weil es von der ewigen Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes erfüllt ist. Und das dritte, lass uns jetzt mal den Charakter dieser Gemeinde anschauen, wie er uns in der Apostelgeschichte gezeigt wird. Was können wir da festhalten? Also vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, direkt im Moment davor heißt es, schließlich kam das Pfingstfest, Apostelgeschichte 2. Okay, jetzt werden wir durch den Text durchgehen. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder, sagt mal alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel, und ihr kennt den Text. Und da wird uns drei Wörter von Apostelgeschichte 2 bis 5 tauchen immer wieder auf. Alle, sagt mal alle. Einmütig, sagt mal einmütig. Und beständig. Sagt mal beständig. Und diese drei Wörter, die brauchen wir in der Church von heute auch noch. Alle einmütig und beständig. Und dann fragt man sich doch, Moment mal, alle wieder am selben Ort versammelt, hatten die etwa schon ein Church-Gebäude? Was ist das, wo sie sich da versammelt haben? Wir kennen das als Upper Room, den Obergemach. Und wir fragen uns, hä? Und dann lesen wir in Lukas 22, Lukas derselbe Autor auch von der Apostelgeschichte, in Lukas 22 befiehlt Jesus den Jüngern und sagt und sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt in das Haus, wo er hingeht und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister, Jesus selbst, lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer? Wo ist also dieses Obergemach, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch aufpassen, einen großen, mit Polstern, heute würde man sagen mit Stühlen, ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Und man ist sich fast sicher, dass genau dieser Raum, wo sie das letzte, das Passamahl feierten, immer noch derselbe Raum ist, wo sie sich dann, 50 Tage später, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, wieder versammelten, immer noch an diesem Ort, weil, es heißt dann in Apostelgeschichte 1, 12, vorher noch, in Jerusalem angekommen, Vers 13, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an beständig zusammenkamen. Die hatten ein Building, die hatten einen Churchraum. Vielleicht nur ein Raum, aber die hatten einen Raum. So, ich weiß, diese Gemeinde Jesushaus Andernach hat in einem Haus gestartet und als man zu groß wurde, musste man in eine Schule gehen, in einen Raum in der Schule mieten. Genau das haben die gemacht. Jesus hat das schon gesagt, hey, ich besorge euch schon mal einen Raum. Richtig schönen Raum. Und die Jünger dachten sich wahrscheinlich, 12 Jünger mit Jesus in einem Raum, wo später 120 Leute drin Platz hatten. Warum so ein großer Raum, Jesus? Wir sitzen hier mit 12 Leuten an so einem Tisch. 12 Leute, das ist so, als würden wir hier einen Tisch aufbauen, 12 Leute dran. Und wir denken sich, Jesus, warum gibst du uns so einen großen Raum? Weil später 120 da drin den Heiligen Geist erleben sollten. So, sie hatten schon ein Gebäude, schon einen Raum. Es waren etwa, Vers 15, 120 Personen zusammengekommen. Und Gemeinde, werden wir jetzt später sehen, ist bestrebt, und sehen wir auch aus diesen Versen schon, aber ich werde das noch mehr bestätigen, Gemeinde ist bestrebt, alle Gläubigen an einem zentralen Ort zu versammeln und das beständig. Und der Heilige Geist kommt dann in dieses Obergemach, wo sie das Abendmahl gefeiert haben, dann sind sie 120 zusammen, sind da drinne. Erleben den Heiligen Geist da drinnen. Es muss wohl ein Raum gewesen sein, vielleicht ein bisschen offener wie der hier, weil wir lesen ja, wie auch der Benjamin Frank das letzte Woche dargelegt hat, dass das Volk draußen, alle waren zu diesem Schavot da, zu diesem Fest, Pfingstfest, und die Leute draußen haben mitbekommen, wie der Raum gebebt hat und wie sie in Sprachen gesprochen haben und sie haben die Feuerzungen in den Raum kommen sehen. Würden wir jetzt hier alles aufmachen, alles auf, alle Fenster auf, Türen auf, alles auf, was irgendwie geht, hätten wir vielleicht auch diesen Charakter, vielleicht ein bisschen weniger. Weil man weiß, dass es ein Obergemach war, was an der Außentreppe hochging auf ein Haus und wahrscheinlich war ein Minimum ein Zeltdach drüber, aber es war viel offen ringsherum. Wir haben ein bisschen zu viel Wände dafür,
Aber wenn wir den Raum hier ganz öffnen würden, soweit es geht, und der Heilige Geist würde hier reinkommen und vielleicht wäre draußen gerade ein Straßenfest, was meint ihr, was die Leute draußen mitbekommen würden, oder? Wenn sie schon zu unseren Boom Nights auf die Straßen kommen und fragen, hey, was macht ihr da drin? Warum ist das so laut? Warum wackelt mein Rollladen? Warum wackeln die Ziegel auf unserem Dach? Wir sagen, weil wir hier Jesus feiern und Jesus erleben. Amen. So, genau. Und das wird noch krass. Und sie erleben den Heiligen Geist dort. Ich überspringe ein paar Verse. Vers 41, Petrus fängt an zu predigen auf der Straße. Die dachten, die wären besoffen. Er erklärt, was los ist. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. So, next level. Megachurch Jerusalem. Erste Megachurch, okay, 3000 Leute, war ganz normal für die. Megachurch-Style, ganz normal. Wenn ich an die Apostelgeschichte, an Gemeinde denke, bin ich irgendwie so geprägt, dass ich immer dachte, so kleine Zusammenkünfte, so kleine Gruppen in kleinen Häusern. Ey, 3000, das Obergemach war zu klein dafür. Was haben sie gemacht? Und sie haben eben nicht gesagt, so, wir treffen uns jetzt nur noch in Häusern, wir nutzen das Obergemach nicht mehr, sondern... Wir lesen weiter, Apostelgeschichte 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Okay, das sind diese 5 Grundlagen für Gemeinde, wo auch wir heute uns noch so ein Beispiel dran nehmen. Okay, was gehört auf jeden Fall zur Gemeinde? Und dann lesen wir später, gerade gucken, dass ich nichts Wichtiges überspringe. Sie verkaufen Grundstücke und sonstigen Besitz. Und dann Vers 46, einmütig, mit großer Treue, also beständig, kamen sie alle Tag für Tag im Tempel zusammen. Warte mal, hä? Ich dachte Häuser. Nee, im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um was zu tun in den Häusern? Miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. So, es gab anscheinend einen Zustand, den die Apostel jetzt erlebt haben. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Was machen wir jetzt? Okay, wir fahren jetzt zweigleisig, was heute noch jede gute Gemeinde ausmachen sollte. Wir machen eine Big Congregation, eine große Versammlung, 3000 Menschen. Wo haben die Platz? Im Tempel. Ich zeige euch das gleich, okay? Im Tempel haben wir Platz für 3000 Menschen. Und dann, unter der Woche, also zusätzlich, wollen wir viel Gemeinschaft in unseren Häusern haben. Das ist heute noch Sonntag, am liebsten Mittwoch zum Gebetsabend, Freitag zur Jugend. Versammeln sich alle in einem großen Gebäude, zeige ich euch gleich. Und unter der Woche, am besten jeden Tag, und da können wir richtig viel von noch lernen, in der Tat, das stimmt, haben wir viel Gemeinschaft, einfach zu Hause. Wo wir uns zu Hause, ich lade Rasmik ein, Rasmik lädt mich ein, Harald lädt Pierre ein, Pierre lädt Oma ein, Manuela lädt Papa ein. Und man ist einfach zusammen und isst zusammen, feiert das Abendmahl zusammen. Aber das war nicht ihr Church-Lifestyle, ihr normaler Church-Lifestyle, wo die Lehre, der Gottesdienst stattfand, war nicht in den Häusern, war im Tempel. Und das sehen wir jetzt. Der Tempelhof, der müsste ein Bild sein vom Tempel. Das ist der Tempel von damals, okay? Und wir haben ja eben schon gehört, und das werden wir auch gleich nochmal hören, die Halle Salomos, okay? Also dieses mittlere Tempelkomplex, das war der Vorhof der Frauen, das war der erste Bereich. Dann war dahinter der Vorhof der Männer, da durften nur jüdische Männer rein, okay, keine Heiden. Da hätten sie ihre Gottesdienste nicht abhalten können, viel zu wenig Platz. Und die ganzen Heiden, die sich später ja bekehren sollten oder die auch die Nachricht hören sollen, wären ja da gar nicht hingekommen. Und dann haben sie den Vorhof der Priester, da hätten sie wahrscheinlich eh nicht hingedürft. Und dann sehen wir hier Vorhof der Heiden. Der ganze Bereich um diesen großen Tempelkomplex in der Mitte, da hatten ungefähr 200 bis 500.000 Menschen Platz. Wenn Jerusalem das Passa war, dann kamen sie in Strömen, in Scharen und das Ding war voll. Da hatten 200.000 Menschen, Minimum geht man davon aus, Platz. Sogar im Vorhof der Männer hätten noch 10.000 Männer reingepasst. Das ist ein Riesenteil gewesen. Und die Halle Salomos ist dieser ganze Bereich von links nach rechts. Und man vermutet, dass da unten an der Ostmauer dann die schöne Pforte war, wo sie später dann den... Silber und Gold habe ich nicht, aber dass er da lag, unten. Und, oder beziehungsweise es kann auch die andere Tür gewesen sein, da vorne, das weiß man nicht ganz genau. Und diese Halle Salomos ist hinter dieser ersten Mauer, mach nochmal das andere Bild, hinter dieser ersten Mauer sieht man, das ist nämlich von hinten angeschaut, diese ganzen Säulen. Seht ihr die Säulen? Das war ein überdachter Bereich.
Und da haben die sich getroffen als Gemeinde. 3000 Menschen haben sich irgendwo so einen Bereich ausgesucht. Und das war ganz üblich damals, dass sich verschiedene Glaubensgruppen, Sadduzäer, Pharisäer, was auch immer, einen Bereich dieser Säulenhallen ausgesucht haben, weil er was überdacht. Da war Schatten, da, wenn du da gesprochen hast und unter der Säulenhalle standest, dann haben die Leute dich auch gut verstanden. Viel besser, als wenn du mitten auf dem Platz gewesen wärst. Und da hat sich die Gemeinde getroffen. Soll ich euch beweisen? Apostelgeschichte 3. Eines Tages geschah Folgendes. Habe ich das drauf? Apostelgeschichte 3, Volker? Eines Tages, genau, lasst das, ja? Ich hab euch nur ein bisschen was rausgezogen davon. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, es gab das Morgengebet, das 3 Uhr Gebet, das Mittagsgebet und das Abendgebet. Deswegen waren sie Tag für Tag im Tempel, weil sie haben teilgenommen am Vorhof der Männer, wo nur die Juden rein dürften, an den Gebeten. Haben sie am In diesen Tempel sind sie gegangen und wollten am Nachmittagsgebet teilnehmen. Da durften sie nur als Juden rein. Gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Okay, das war ganz normal Church Time für sie einfach. Jeden Tag 3 Uhr Church. Wir gehen dahin und wir haben dort unseren Gottesdienst, den ersten mit den Juden, den jüdischen Gottesdienst. Und danach mit der ganzen Gemeinde, erst 3000, dann 5000 in der Halle der Salomos. Und das sehen wir hier in diesem Text. Also sie gingen da rein. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Das war diese Geschichte, die ich eben erzählt habe, ganz kurz schon, von diesem Mann, der von Geburt an gelähmt war, der an die schöne Pforte gelegt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen. Ihr kennt die Story, gell? Und als Petrus und Johannes ihn sahen, hat er gebettelt, wollte Geld haben, blickten ihn an. Und Petrus sagt, sieh uns an. Der Mann schaute sie an, Silber und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesus, steh auf. Und dann wird er geheilt und es ist Chaos. Chaos bricht aus. Der Mann, alle kannten den Mann, von Geburt an gelähmt irgendwie, und Chaos bricht aus an dieser Pforte. Und die gehen rein dann zu diesem Nachmittagsgebet und der Mann, Vers 8, sprang auf, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen, und der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof, da wo sie hin wollten. Den Vorhof der Männer. Und er blieb bei ihnen, hüpfte und Freude und pries Gott. Und anscheinend war es so, dass da jemand gerade das Gebet leiten wollte und er konnte es gar nicht, weil der Mann so abgegangen ist. Und die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde von ihm aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der dahin und her sprang, Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an die schönen Pforte des Tempels gesessen, waren alle außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Und dann, Vers 11, der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Als die Apostel von da dann in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Und da hätten sie jetzt ihren Gottesdienst gehabt. Nach dem Tempelgebet, wo man hinging, gingen sie dann in die Säulenhalle, um nochmal die Lehre von Jesus, die Lehre der Apostel, wie wir gehört haben. Wo drin blieben sie täglich? In der Lehre der Apostel. Da hätte dann die Lehre der Apostel stattgefunden und der Mann lief hinterher und das ganze Volk hinterher und sie sagen, ey, was staunt ihr eigentlich so? Hä? Warum tut ihr so, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Und dann erklären sie, dass es Jesus war und wieder kommen Tausende zum Glauben. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Amen. Die ganze Action von Geheilten, die ganze Action, die ging da in diesem Tempel ab, in ihrem Gottesdienst, in ihrem Building. Wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich in dem Obergemach auch noch versammelt, wissen wir nicht. Aber die ganze Action ging auf den Straßen ab. Nicht in irgendwie Häusern, wo sie zusammen gegessen haben. Und deswegen ist das Bild, was man von der Urgemeinde hat und was ich auch vor der Predigt so lange hatte, Urgemeinde bedeutet Hausgemeinde. Die hatten kein Gebäude, die hatten nichts, die haben sich in Häusern getroffen, das ist absoluter Quatsch. Die haben sich im Tempel getroffen, in einer Riesenversammlung von 3000 bis 5000 und das waren manchmal nur Männer, da waren auch Frauen und Kinder dabei. Riesenversammlung gehabt und dort ging die Action ab. Wenn sie dahin gingen, legten sie die Kranken schon dahin, weil sie wussten, da versammelt sich die Gemeinde. Hey, und das ist mein Traum auch von dieser Gemeinde, dass sie schon wissen, um 11 Uhr gehen hier die Pforten auf und der Gottesdienst und dass sie vorne schon die Kranken hinlegen. Amen. Sie haben die nicht zu Petrus nach Hause gebracht, sie haben sie in den Tempelvorhof gebracht, sie haben sie nicht zu Johannes nach Hause gebracht, weil da Hauskirche war, sondern sie haben sie in den Ort gebracht, wo sie sich alle versammelt haben, wo sie wussten, da werden sie wieder sein und da bringen wir unsere Kranken hin. Und das darf das Jesushaus auch sein. Amen. Ist das auch dein Traum von Kirche? Von mir aus lieber, also das darf man sich ja drüber streiten, will man überhaupt, dass
die Leute einem zu Hause anklingeln, die Tür öffnen. Ich bin mit meiner Frau und meinen Kindern und vielleicht mit der Family gerade am Essen und die bringen uns die Kranken da rein. Hey, aber das haben die da, die haben es auch nicht so gelebt, die Apostel. Das war draußen, ging die Action ab, in den ihrer Church, in der Halle von Salomo. Die Leute wussten, wo sich Petrus und die anderen trafen und aufhalten, an öffentlichen Orten. Und da ging es richtig ab. Und dann Apostelgeschichte 5, Vers 20. Das ist dann die Geschichte, wo die Apostel dann das erste Mal verhaftet werden und wo Gott eingreift und sie befreit. An der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen. Und gleich bei Tagesanbruch gingen sie wieder in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Und das ist, die sind so sofort wieder zurück in die Church gegangen. Und das sagt mir eins. Ich will jetzt gerade 4 Punkte einfach zusammenfassen. Ganz kurz noch, was mir das sagt. Gemeinde ist ein absolut öffentlicher Ort, ein öffentlicher Platz. Die haben das damals so gelebt und deswegen ist Kirche auch heute noch ein öffentlicher, geschützter Raum. Ein öffentlicher und geschützter Raum, weil erstens, es ist Kirche, hier ist Schutz, wir bieten Schutz den Menschen und es ist ein öffentlicher Raum. Jeder darf kommen. Jeder darf kommen und man will Platz für alle haben, oder? Und was für ein Vorrecht wir hier im Jesushaus erleben dürfen, dass die damals dieses Haus gebaut haben vor 20 Jahren und es abbezahlt ist und wir dürfen es einfach nutzen. Es wäre doch dumm und unweise zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt nur noch in den Häusern. Bis zur Verfolgung von Stephanus haben die das so durchgezogen. Erst als Verfolgung ausbrach, konnten sie sich nicht mehr öffentlich treffen. Das ist krass, oder? Die hatten keinen Bock darauf, sich nur noch in den Häusern zu versammeln. Es war eine Not, eine Ausfalllösung. Und genauso ist es heutzutage auch. Sobald sie uns die Kirche dicht machen, werden wir uns in den Häusern versammeln. Amen. Es ist überliefert worden, dass sie sich auch als der Kaiser Nero und Domitian und alle, die dann die Christen verfolgt haben, 60, 80 nach Christus, dass sie anstatt in den Häusern sich in Katakomben getroffen haben. In den Katakomben, weil da wieder viel Platz war. Dass die Häuser, die persönlichen Häuser, da war nie genug Platz. Also ich meine auch, vielleicht in Korinth damals weiß man, dass es große Anwesen gab, große Häuser mit großen Höfen, wo sie dann Platz hatten. Aber in den kleinen jerusalemischen Häuschen, da hatten die keinen Platz. Da waren vielleicht 10, 15 Leute, das war Schluss. Sie waren aber 5000 und die mussten sich irgendwo treffen. Und sie haben nicht gesagt, okay, wir splitten alles auf, Zellgruppen, sondern sie haben gesagt, wir treffen uns, solange es geht, als Riesen-Mega-Church. Und wir haben viel Gemeinschaft in den Häusern. Amen. So, das ist Church, das ist Urgemeinde. Urgemeinde ist definitiv nicht Hausgemeinde, wie das, ich dachte das vorher immer. Und, Gemeinde ist groß. Amen. Gemeinde ist groß. Und Gemeinde hat immer zwei Strahlkräfte. Nach außen. Und das darf man nicht, das ist das Problem manchmal in Hausgemeinde, dass man nach außen so in seiner Nachbarschaft und so, aber man hat nicht diese Power, wie wenn 600, 800, Let It Rain, solche Versammlungen zusammenkommen und man hat eine Strahlkraft nach außen. Wir wollen jetzt auch als Jugend wieder eine Bundeskonferenz von Jugendlichen zusammen machen. Wir haben das erste Mal 600, das zweite Mal 1000, jetzt werden wir wahrscheinlich 1500 oder so sein, Jugendliche am Brombachsee. Und das macht das letzte Ranger Camp, wie viele Leute waren das? Bundescamp, 15.000 Ranger. In allen Zeitungen. Das ist Church, oder? Das ist doch. Und jetzt habe ich heute einen Post gesehen, Frankreich, von Jean-Luc Traxel, 60.000 in Holland, 60.000 auf einem Awakening Holland. 60.000 Leute. Da soll noch mal einer sagen, die Generation heute folgt Jesus nicht, oder? 60.000 sind dort. Könnt ihr gerne auf Instagram gerade gucken. Es ist gerade jetzt ein Awakening in Holland. 60.000 Leute einfach auf einer Riesenwiese. Gemeinde ist groß und braucht eine Strahlkraft nach außen in der Öffentlichkeit. Open Air im Schlossgarten. 16.06. Amen. Ist unser Open Air Gottesdienst im Schlossgarten. Revival in the Park nennt die Catherine Crick das. Apostel Catherine Crick. Einfach angefangen, im Park Gottesdienst zu machen. Die Leute kamen, wurden frei von Dämonen. Irgendwie Tausende auf einmal. Fivefold Church. Und Revival in the Park. Revival im Schlossgarten. Amen. So, deswegen machen wir öffentliche Gottesdienste. Deswegen treffen wir uns hier an einem öffentlichen Ort und haben die Türen auf, weil sie reinkommen sollen. Amen. So, das ist Church. Gemeinde soll nach außen Strahlkraft haben. Jede Woche, wenn sie uns die geben würden, würden wir, und dass wir das brauchen würden, weil im Moment sind wir noch zu wenig, aber in Jesu Namen, bald werden wir es brauchen, sind die, wenn sie uns die Mittelrheinhalle geben, sagen, hier, macht, nehmen wir gerne. Öffentlicher Ort, Mittelrheinhalle, Andernach jeden Tag, bam, Gottesdienste, let's go, oder? Und
Genau das haben die auch gemacht damals auch in Jakobus, sagt Jakobus 2, Vers 2, benutzt Jakobus dieses Wort angenommen. Ihr kennt alle die Story, ne? Wenn dieser Reiche reinkommt und alle sagen so, boah, komm hier vorne, erster Platz. Und dann kommt ein Obdachloser rein, hey, geh mal hinter den Vorhang. Ist nicht so schön, wenn wir dich sehen. Und Jakobus, ihr kennt die Geschichte, ne? Jakobus 2, 2. Und er benutzt das Wort angenommen, jemand kommt in eure Synagoge. Weil für den war das total normal, dass Christen sich, wir versammeln uns und jemand kommt in die Synagoge. Jemand kommt nicht einfach zu dir nach Hause, keiner weiß, wo du wohnst. Aber in die Synagoge, da haben sie sich versammelt und da kamen sie. Die Synagogen, wo sie sich vielleicht sogar der Synagogenvorsteher und alle bekehrt haben, weil Petrus ist immer und Paulus auch immer in die Synagogen gegangen zuerst, haben dort das Evangelium geprägt, viele kamen zum Glauben. Und dann haben sie diese Synagoge benutzt, um dort Church zu machen. Okay, die haben nicht gesagt, kommt jetzt alle zu uns in die Häuser, wir machen Hausgemeinde. Die haben sich in den Synagogen getroffen und haben Church da gemacht. Und die Menschen wussten, ey, Synagoge, da Wunder und Zeichen, Heilungen, let's go, wir gehen in die Synagoge. Und dann braucht Church, also Gemeinde ist groß, Amen. Gemeinde ist klein, nach innen. Genauso wie sie sich nach außen drücken soll, soll sie sich nach innen drücken. Und wir brauchen richtig gute, echte Beziehung und Jüngerschaft in den Häusern. Amen. Wo Familien zusammenkommen, Familien und Familien Menschen aufnehmen, Familien einander lehren und unterweisen und einfach an dem Leben Anteil haben. Das brauchen wir genauso nach innen. Amen. Das haben sie auch gehabt und das brauchen wir auch genauso. Und Paulus sagt, er hat das ganze Leben mit ihnen geteilt. Und da, das ist der Ort, wo Hauskreise von bis zu 12 Leuten, Mentoring, Coaching, 1 bis 3 Leute, Familienbeziehungen, wo einfach Familien andere Familien einladen. Und dann ist Gemeinde auch organisiert. Und da gibt es auch so eine Bewegung von Gemeinde, darf nicht organisiert sein, alles muss zum Heiligen Geist und niemand darf mir irgendeine Struktur und irgendein System legen und Gemeindelisten ist gar nichts von Gott und Mitgliederlisten ist gar nichts von Gott. Und dann lesen wir in Galater 6, Timotheus, 1. Timotheus 5, 1, hey, wenn du das Witwenverzeichnis aufgenommen werden willst, also die hatten Listen, wo die Witwen drauf standen, die versorgt werden. Die hatten ganz klare Listen, hey, die waren organisiert, die haben einmal als Problem gehabt, als sie sich im Tempel trafen, kennt die Geschichte, dass für die Versorgung der Witwen irgendwie die griechischen Witwen hinterunterfielen. Und dann haben die sich beschwert und dann haben die gesagt, okay, Moment mal, für diese Art von Organisation, sie haben nie gesagt, das wollen wir nicht, guckt einfach spontan, sondern sie haben angefangen zu organisieren, okay, wir lehren und predigen die Apostel und wir brauchen geisterfüllte Männer, die richtig gute Gabe von Organisation haben, die Witwen alle führen, dass niemand vergessen wird und sie hatten richtig Organisation da. Und in dem Moment riefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein. Wo ging das? Vielleicht im Obergemach, vielleicht war das noch ihre Base. So, ne? Manche Kirchen in Großstädten haben Kino gemietet, aber die haben keine Büroräume. Dann haben sie an einem anderen Ort in Frankfurt Büroräume gemietet und vielleicht war das Obergemach immer noch so ihre Base, so, wo sie sich versammelt haben, um dann Sachen zu tun. Vielleicht hatten sie auch schon eine Synagoge zu der Zeit, wo sie sich dann versammelt haben, wenn sie nicht gerade 3000 oder 5000 waren. Aber vor allem, also Gemeinde ist groß, Gemeinde ist klein, Gemeinde ist nach innen, also ist auch organisiert und Gemeinde vor allem wächst. Amen. Im Großen und im Kleinen und in der Organisation, in allem wächst sie und wird besser und stärker. Und das sehen wir auch in den Briefen von Paulus, wie er das alles organisiert, von Gemeinde zu Gemeinde fährt und dort richtig seinen apostolischen Dienst tut, um die Gemeinden alle zu formen. Amen. 3000, 5000, völlig normale Zustände als eine Church. Ich glaube, Mose hatte ein paar Millionen als Church. Ne? Gibt's, wenn ich an Gerson und Vanessa denke, unsere Geschwister aus El Salvador, die aus einer Gemeinde kommen, Elim-Gemeinde in El Salvador von 250.000 Mitgliedern, 6 Gottesdienste am Sonntag. Sie hat 6 Kindergottesdienste am Sonntag gemacht, jeweils 2000 Kinder irgendwie. Verrückt, aber was für eine Power da drin steckt. Was für ein Wachstum. Und sie haben ein super, ich lese gerade ein Buch drüber, oder habe ein Buch drüber gelesen, bin schon fertig. Sie haben ein super Kleingruppensystem. Aber sie würden niemals sagen, wir streichen die große Versammlung, weil da richtig Power ist. Wir machen 6 Gottesdienste, damit wir alle unterkriegen am Sonntag. So, dann will ich kurz einfach eine Zusammenfassung geben. Gemeinde ist niemals einer allein. Amen. Gemeinde ist Gottes Volk. Wir sind seine Mannschaft, seine Crew. Gemeinde ist global und repräsentiert die globale Gemeinde lokal. Gemeinde ist von der außergewöhnlichen Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Gemeinde darf und soll groß sein.
Gemeinde darf und soll öffentlich sein. Gemeinde darf und soll von viel Gemeinschaft in den Häusern geprägt sein. Gemeinde darf und soll wachsen und die 1000 übersteigen. Amen. Gemeinde darf und soll sich systematisch organisieren, Verzeichnisse führen und alles, was dazugehört. Es dürfen und sollen verschiedene Gemeinden in einer Stadt den globalen Leib vertreten und repräsentieren. Amen. Und lass uns doch gemeinsam aufstehen zum Gebet abschließend. Vor Jesus treten einfach vor den Begründer von dieser Gemeinde, von der weltweiten Gemeinde, von der ersten Gemeinde. Jesus, du bist der Erfinder von Gemeinde, du hast gute Gedanken und wir wollen bekennen, auch diese Gemeinde und deine weltweite Gemeinde, die ganze Macht der Finsternis wird nicht stärker sein und deine Gemeinde hat Ewigkeitscharakter. Amen. So, Jesus, wir wollen einfach beten, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade, einfach wenn du schon Dinge aufgebrochen hast, wo wir, auch ich vor meiner Predigt, einfach ein falsches Verständnis von Gemeinde oder von Urgemeinde hatte, Jesus, ich bete, Gott, gerade jetzt durch deinen sanftmütigen Geist, durch deine sanftmütige Veränderung und Transformation in unserem Herzen, korrigiere du falsche Gedanken, falsche Einstellungen zur Gemeinde. Jesus, ich bete, dass keiner mehr diesen Glauben hat, ich kann alleine und ich brauche niemanden. Jesus, wir brauchen uns, jeder Einzelne braucht Ergänzung. Wir brauchen alle Unterstützung, wir brauchen alle Ermutigung. Und Jesus, ich bete, dass da, wo Menschen auch verletzt wurden von Gemeinde, ich bete, dass du heilst. Menschen machen Fehler, aber du nicht, Herr. Menschen machen Fehler, aber du nicht. Und ich bete, Gott, dass wirklich Heilung hineinkommt. Dass, wo man vielleicht deswegen auch, weil man von Leitern verletzt wurde, das auf deine Gemeinde oder auf dich projiziert. Jesus, ich bete für Heilung dafür in Jesu Namen. Jesus, und wir bitten dich als Gemeinde Jesushaus Andernach, brech herein nach Andernach, Jesus. Wir wollen diese Revival Church, wie sie in der Apostelgeschichte ist, erleben. Hier, Jesus, dass sie die Kranken bringen, weil sie merken, du bist hier. Der Auferstandene, Lebendige ist hier und du heilst die Kranken. Jesus, egal wie, aber wir beten, dass du dich verherrlichst in dieser Gemeinde, dass du deine außergewöhnliche Macht und Kraft zeigst, dass alle Menschen sehen, du bist wunderschön. Du bist der Einzige, für den es sich zu leben lohnt. Du bist der Schöpfer, du bist der Erhalter, du bist die Liebe unseres Lebens und ich bete, dass Andernach getoucht wird davon in Jesu Namen. Und dass jede Gemeinde, auch City Church, Taubentränke, Dresdner Straße, Fülscherweg, alle Arten von Gemeinde, die sich treffen in Häusern und irgendwo. Jesus, ich bete, dass dein Geist uns leitet und eins macht, in Jesu Namen dir die Ehre zu geben und das den globalen himmlischen Leib so zu vertreten, wie es sich gebührt, Herr. Dafür beten wir um Gnade, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Du bist hier. Wir lieben dich. Amen.